Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich 27 Jahre vorher in eine Sekte reingeboren wurde, zwangsläufig durch meine Eltern dort aufgewachsen bin und habe quasi immer in so einem System gelebt, in dem sehr viel mit Restriktionen und Druck gearbeitet wurde. Statt mit Klassenkameraden zu spielen, musste Sascha Erdmann nach der Schule sofort nach Hause kommen. Gemeinsam mit den Kindern anderer Sektenmitglieder war er dann im Hause der Sektengründer in Hanau-Kesselstadt. Der Umgang von den Erwachsenen, insbesondere des Sektengründer-Ehepaars in Richtung Kinder, der war einfach immer extrem brutal und aggressiv. Und das ging mit einer Ohrfeige los, aber das waren auch teilweise richtig krasse, harte Schläge. Und aus meiner Sicht einfach ganz klarer Form von Missbrauch, der dort irgendwie stattfand an den Kindern. Die Glaubensgemeinschaft gibt es schon seit Ende der 70er Jahre, seit 1983 nachweisbar in Hanau. Sie hat je nach Zeitraum zwischen 20 bis 40 Mitglieder. Im Zentrum steht die Frau des Sektengründers Sylvia D., hier 1979 mit 31 Jahren. Ihre Träume sind Grundlage für Glauben und Leben in der Sekte. Sie werden in Briefen an alle Mitglieder verteilt, von 1982 bis 84 auch in 4 Büchern publiziert. Darin heißt es: Gott selbst hat sich mit seiner Vollmacht und Offenbarung in gleicher Weise hinter Sylvia D. gestellt wie damals hinter Jesus von Nazareth. Was das in ihrer Kindheit bedeutete, daran erinnert sich Ulrike D., Adoptivkind der Sektengründer, die lieber unerkannt bleiben möchte. Ich wurde eingesperrt im Zimmer. Zu den Toilettengängen musste ich klopfen. Er hat mir an den Ohren gezogen, dass ich hier oben an beiden Ohren blutig und aufgerissen war, büschelweise die Haare rausgerissen. Sie hat mir mal unten in ihrem Bad eine Ohrfeige gegeben, dass ich mit den Vorderzähnen auf die Badewanne geflogen bin, habe mir die Vorderzähne kaputtgeschlagen dadurch. Wir bitten Sylvia D. um ein Interview, rufen sie an, klingeln bei ihr an der Haustür. Keine Reaktion. Ihr Anwalt teilt uns mit, weder sie noch er möchten mit der Presse reden. Bis 1981 waren die Sektengründer in der evangelisch-methodistischen Kirche. Sylvias Mann Walter war dort Pastor in einer Gemeinde in Darmstadt. Der heutige Bischof schreibt der Hessenschau, es habe schon damals heftige Differenzen gegeben. Sie endeten im Kirchenausschlussverfahren. Es hatte zunächst nur den Anschein eines Streits mit Personen, die sich dann zunehmend in abstruse Gedankensysteme verstiegen. Insofern sahen die Verantwortlichen der Kirche damals jene sektiererischen Entwicklungen mit großer Sorge. Die Sorge führte zum Ausschluss aus der Kirche, aber Polizei oder Jugendämter wurden nicht informiert. Die Sekte konnte wachsen und umziehen. Seit 25 Jahren betreibt sie auch ein Unternehmen in Hanau.